So, servus. So, jetzt ist es endlich soweit. Wie gesagt, die sind aufgefüttert. Der wird immer so zwischendrin mal mitgefüttert, der Kleine. Aber jetzt geht es heute um den Klimadeckel vom Sebastian. Ich hol mal. Also, er hat mir damals ja mitgegeben, den Deckel. Den hier. Mit Fütterung kann man das ganze Jahr verwenden und dann das Teil, ja, inklusive Hobelspäne. Hobelspäne hat er mir auch mitgegeben und das werden wir jetzt mal fertig machen. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, ich mache es richtig, ja. Sebastian, wenn nicht, darfst du mir gern rügen. ja, ich bin nur ein bisschen fertig von gestern von der Hochzeit, aber es hilft nichts. Ich muss das jetzt machen, weil wir gehen jetzt so richtig Vollgas Richtung Winter. Es wird jetzt nachts auch schon kalt, also wir haben jetzt nachts auch schon 4 Grad. So eine Dreh, gut, es wird nicht viel kälter werden bei uns hier in der Regel. Aber das muss jetzt gemacht werden. Gefüttert ist. Ich glaube, da ist oben noch ein bisschen was drin, das kommt aber raus. Das kriegt dann der kleine Kollege da drüben. Und ja. Dann gibt es einen kleinen Cut, dann nehme ich euch mal näher ran und zeige euch mal, was ich da mache. Bis gleich. So, dann sind wir mal soweit. Das ist das gute Teil. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist wirklich tipptopp verarbeitet, ja. Überall hier verzapft. Wirklich top. So, ich weiß jetzt, wo oben und unten ist, wird wahrscheinlich egal sein. Ich sehe jetzt zum Beispiel bloß, das sind die Strommatten, die sind hier in Eisen eingeflechtet. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, der Deckel, für wenn er einer das ganze Jahr über drauf lassen will, was eigentlich fast keinen Sinn macht, den Deckel im Sommer, bei der Ameisensäurebehandlung muss er definitiv raus, weil der verzinkte Draht oder allgemein Metalle bei Ameisensäurebehandlung ist gar nicht gut. Überhaupt nicht. Da macht so euch den schönen Boden bloß, also den Deckel bloß kaputt. So, dann hat er mir mitgegeben Hobelspäne. Er hat gesagt, also Sägespäne ist zu fein. Boah, Mädchen, lass mich. Sondern eher so die Konsistenz. Ja, da hat er gesagt, das ist ideal. So, das verteilen wir jetzt da drauf. Das riecht ja saugut. So. Also für mich macht das eigentlich schon Sinn, so, weil viele vergessen ja, dass man bei einem Klimadeckel, also es wird zum Beispiel immer nur gesprochen über Dämmung, 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 Dämmung. Es wird aber ganz vergessen, dass eigentlich die Dämmung, wenn man nicht gerade im hohen Norden ist, sondern jetzt bei mir hier, für mich spielt die Dämmung eigentlich weniger Rolle. Für mich geht's, mir geht's eigentlich nur darum, dass das Bienenvolk von oben her abgedeckt ist. Leicht andrücken, hat er gesagt. So, das müsste es schon gewesen sein. Dass das Bienenvolk von oben zu ist, dass kein richtiger Wind, also so Kamineffekt entsteht, das will ich auch nicht. Ich will Prinzip nur ganz leicht einen Luftzug, einen Luftstrom nach oben, dass die feuchte Luft nach oben abtransportiert wird. Und das ist ja so eigentlich schon gegeben. Dann kommt dieser Deckel hier drauf. So. Und das war's. Dann muss ich mal ans Völkchen, aber da stelle ich euch einmal wieder um. Und da brauche ich meinen Schleier, weil ich probiere mal ohne Rauch. Und dann kriegen wir das schon. So. Ich habe mir jetzt mal das Mikro angesteckt, weil ich bin ja jetzt kurz davor und halt meinen Handschuh brauche ich noch. Ja. Dann räumen wir das mal ab hier. Das ganze Futterzeug, was noch drin ist. Weil das Futter, was das Volk hat, das Volk bekommt auch einen anderen Deckel. Auch den. Vom Sebastian.
So, jetzt schauen wir mal. Okay, da sitzen zum Glück keine. Nur ein paar ganz vereinzelte. So, da kommt die. Also und gleich mal so von vorne weg. Ich will mal schon wegen der Folie da was sagen. Das ist eigentlich das so, was man so ganz üblich kaufen kann bei uns. Oder überall. Nichts gegen die Folie, ja. Wenn die neu ist, kann man richtig schön durchschauen, ist wirklich schön. Ja, das ist vor allem für Anfänger ist es ganz schön. Oder mal, wenn man schnell von oben mal reinschauen will, wie es dem Volk geht für Anfänger. Ist das eigentlich, ja, ganz, ganz okay. Aber meines Erachtens ist diese Folie das Schlechteste, das es gibt. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber für meines Erachtens ist das vor allem, das ist jetzt die bisschen dickere. Die hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel Völker habe und ich will die füttern und ich schiebe das nach vorne oder nach hinten, das ist so starr, dass der Deckel, wenn man Böden, Zagen hat mit der Anti-Rutsch, also mit der Rutschleiste, dann liegen die Zagen immer schön auf. Wenn man es dann ein bisschen runterdrückt, dass sie aufliegen und es ist kalt, dann bricht die Folie einfach. Also das Material, das bricht einfach. Ich habe es noch. Ich werde es auch weiterhin im Sommer so verwenden. Aber den großen Einsatz kriegen die Folien bei mir ganz sicher nicht, weil ich bin ja einfach nicht zufrieden damit. Die sind. Also so Kaufempfehlung gibt es von mir von diesem Teil hier nicht. Ja. Gefällt mir nicht. Ich hätte aber, liebe Hersteller, ja, falls doch da draußen jemand ist und da zuhört, ich hätte einen Tipp. Ja, wenn man diese Folie nimmt, nur so ein kleines Viereck von dieser Folie nimmt und man sich eine dampfdiffusionsoffene Folie, wie ich die öfters mal zeige, verwende und die beiden Folien kombiniert, im Prinzip das hier in die Mitte und die dampfdiffusionsoffene am Rand, weil da am Rand meistens Kondenswasser entsteht. Dann könnte das Kondenswasser über die Folie abgeführt werden. Man kann trotzdem von oben reinschauen. Und wenn man das mal nach vorne oder hinter schieben will, dass da so eine Lücke ist, dann ist die andere Folie, ja, die dampfdiffusionsoffene, so weich und geschmeidig, aber trotzdem stabil genug, dass die Zagen schön aufliegen. So, Tipp von mir. Gibt's Gas, weil sonst finde ich selbst noch. Dann suchen wir einen Hersteller, der das baut. Das wäre natürlich, würde ich cool finden, weil dann habe ich die Vorteile aus allen Sachen. So, dann machen wir mal weiter. Jetzt hole ich euch mal kurz her. Nochmal. Nicht drehen. Da rein wollen wir. Also, da oben ist jetzt nicht ganz so viel los. Die müssen auch noch einiges bauen, wie man sieht. So, jetzt. So, dann machen wir mal weiter mit dem Deckel. Also, ich habe jetzt da alles runter gemacht, was geht. So, dann kommt. Jetzt muss ich nur schauen, weil jetzt muss ich das verkabeln. Das ist das Kabel von der Kamera. Hier ist eine ganz kleine Lücke. Ja, so. Dann brauche ich einen Fühler. Also dieser Fühler, den legen wir da ziemlich da, wo über das Brutnest sein könnte, sollte. Also, oh ja, Ladies, bleibt ruhig, ich tue euch nichts. So, die stecken wir jetzt hier rein. So, das ist ein ganz dünnes Kabel, also das ist kein Problem. Dann kommt der Klimadeckel. Von unten ist die Strohmatte, die das einfach schützt, dass sich die Bienen nach oben durcharbeiten können. Dann die Sägespäne. Jetzt kommt dieser Deckel. Ja, da ist das Spundloch, lasse ich drin, weil das reicht zum Auslüften. Ich will ja das puffern, ne? Ich will ja keinen zu großen Luftstrom. Und dann kommt der bis jetzt von mir der Best, also von mir, das ist in Sebastian sein Deckel.
wo ich finde, das ist der bestverarbeitete Deckel, den ich je irgendwo gesehen habe. Also das ist wirklich, da hat sich einer verdammt viel Mühe gegeben. So. Und dann kommt der Deckel hier drauf. Und das war's. So, schön drauflegen. Der Deckel ist auch so schwer, also ich hätte da keine Angst, dass da irgendwas weghebt. Halt! Oh, 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 oh. Ich habe was vergessen. Sag mal, ich muss den Stuhl hier weg. Ich habe ja noch einen Fühler. Mist, jetzt habe ich genau die Fühler vertauscht. Einer hat nämlich ein langes Kabel und der andere ein kurzes. So. Okay, Ladies, und ihr bitte nicht stechen jetzt, bitte. Ich bin ganz langsam, ich bin nicht hier. So. Der hier nicht. Das ist hier der hier. Der hier. Der hier, den brauchen wir. Und der kommt hier rein. So. Passt. Dann kommt das wieder drauf. So. Dann kommt der hier da oben ins Spundloch direkt in die Sägespäne rein. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Warte mal, ich schau mal, ob ihr das sehen könnt. Ja, müsste gehen, oder? Also der ist jetzt da, einer ist jetzt da darunter, einer ist im Spundloch und einer geht von unten rein, ist hier in der Mitte über dem Brutnest. So, dann haben wir das, das, das. Ja gut, dann haben wir es schon wieder. Dann kommt der Deckel drauf. Boah, der Deckel hat wirklich Gewicht. Das ist im Prinzip ein Holzdeckel, der richtig mit starken, also dicken Blech, nicht nur so Alufolie, wie es viele haben, sondern richtig dickes Blech verkleidet ist. So, dann sind wir fertig mit dem. Dann gehen wir weiter. Jetzt stellen wir mal kurz die Kamera um. So. Also, ich will dann an Sebastian nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen, weil ich will das ja schon öfters testen. Ich habe ja schon ein paar Versuche gemacht, die wo meinen Kanal verfolgen mit der Folie und. Bis jetzt ist die dampfdiffusionsoffene Folie, bis jetzt von den Daten her, von den Werten her, jetzt ist der Handschuh kaputt, die beste Alternative. Die durchsichtige da ist die schlechteste. Also ich würde im Winter, wenn ihr das habt, macht es im Winter runter. Macht es im Winter runter und legt es oben Zeitungspapier meinetwegen rein. Ist besser wie die Folie, glaubt es mir. Und reinschauen müsst ihr eh nicht. Also solltet ihr eh nicht, wenn es so kalt ist. Außer im Winter da einmal hochmachen, Oxalsäurebeträufelung unter Umständen, da geht die auch. So, dann, ja, ich verlinke euch unten da vom Sebastian mal alles. Also die ganzen Sachen, also ich verlinke einfach die Internetseite, ihr könnt es ja selber rausschreiben, ihr könnt es dann bestimmt anrufen. Das ist wirklich ein ganz netter Geselle und die bauen alles wirklich selbst. Dann, was haben wir noch? Das ist fertig. Mir hat ein Abonnent auch einen Deckel selbst gebaut, ja, den hier. Und der Deckel hier, der kommt auf dieses Volk, ja. Der kommt auf dieses Volk. Der kommt so rum rauf und dann kommt der Deckel drüber. Der wird auch verkabelt. Das mache ich aber nicht heute, das Verkabeln, sondern das mache ich erst, wenn die jetzt fertig mit dem Füttern sind, dann kommt der auch da drauf. Also ich lasse ihn jetzt bloß mal hier oben. Ich würde ihn aber auch mal verkabeln und schauen. Und es kommt ja noch ein Volk von den oberen, die verkable ich auch. Beziehungsweise es ist schon eins verkabelt mit der Delta Fox, mit der dampfdiffusionsoffenen Folie. Und ein Volk ist verkabelt mit, da liegt die hier drauf. Ja? Obwohl ich mir das eigentlich sparen könnte. Ich mache das jetzt für euch. Ich werde die Daten an, also ich weiß nicht, ob ich euch die Daten, ich glaube, ich mache euch immer so in einem Livestream dann im Winter, weil jetzt gibt es ja da eh nichts mehr, da können wir drüber reden. Ich schreibe euch das zusammen und dass ihr einen Vergleichswert habt. Weil wenn ich euch nur die Tabellen gebe, ich glaube, das ist zu unübersichtlich, da müsste man wirklich immer schauen, dass man das wirklich
dass einen die Daten auch was sagen. Also ich werte euch das aus im Prinzip und dann sage ich es euch, was rauskommt. Dann, boah, das war es eigentlich schon wieder. Jetzt startet ja dann der Wagenbau. Ich habe das Material alles schon da. Da unten habe ich noch alte Eisen rumliegen, die muss ich noch flexen, aber da seid ihr ja dabei. Also von dem her. Dann irgendwas war noch. Ah, wenn nicht, das hole ich dann beim nächsten Video nach. Nochmal ganz herzliches Dankeschön an Sebastian, weil es war wirklich super nett von ihm mit dem Zeug. Es freut mich wirklich. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, weil ich habe das auch, also ich bin ehrlich, ich habe das auch schon am PC berechnet. Ja, es war zwar eine ziemlich heikle Sache, weil zum Berechnen von so einem Klimadeckel, wie der jetzt gebaut ist, also es sind ja sehr viele Sachen, die nicht so richtig ganz konkret sind. Also wenn ich ja jetzt eine Holzplatte habe, die gleichmäßig ist, die gleiche Dichte hat, dann gebe ich die Werte ein und dann passt es. Aber ich habe ja hier die Strommatten und. Ja, ich habe da, ich glaube, 3 Stunden getüftelt, dass ich das so eintippen kann, dass ich die Werte habe und dass ich ja Werte von der Berechnung herausbekomme, die eigentlich, also die, wo wirklich brauchbar sind. Und ich glaube, also, was heißt ich glaube, also von der Berechnung her müsste es funktionieren. Und wenn Sie jetzt manche fragen, woher weiß ich das, dass das funktioniert, weil ich ja das mit der Delta Fox, mit der Berechnung, mit der Delta Fox, das ist ja wirklich eine ganz gerade Konstante. Und die habe ich ja schon lange im Einsatz. Und bei der weiß ich ja, dass es funktioniert, bei mir hier in der Gegend. Das Einzige, was bei der Delta Fox wünschenswert wäre, aber das geht natürlich nicht, dass ich ein bisschen einen besseren Dämmwert erhalte. Ja? Bei mir in der Gegend ist es völlig egal. Ich brauche keinen Dämmwert, keinen guten. Aber es gibt ja genügend andere, da wo es ein bisschen kälter ist, da wo es wirklich, da wäre besserer Dämmwert vom Vorteil. Und den Klimadeckel, so wie das jetzt hier ist, ist der SD-Wert ziemlich dasselbe wie bei der Folie, nur der Dämmwert ist ein bisschen besser. Also es ist genau das, was ich eigentlich haben wollen würde. So, genau, das war's zu dem. Und jetzt gehen wir da mal in ein bisschen trockene Theorie. Also wenn es jemandem nicht gefällt, dann schaltet es aus. Aber mich schreiben ganz viele Leute an zurzeit. Aber was heißt zurzeit? Schon sehr lange, ja. Da wo immer wieder die Frage aufkommt, wie isoliere ich am besten meine Beuten? So. Gleich mal, bevor ich irgendwas anderes zeige. Ich brauche noch, ja, da zeige, habe ich jetzt eine über. Zum Zeigen, bevor ich mit irgendwas genauer drauf eingehe, ich werde auch heute Abend im Livestream, ich werde heute übrigens, wer das Video schaut, heute ist der Sonntag, der, was ist heute für einer, der 11.10., genau, weil gestern war der 10.10., logisch. Ja, ich bin noch geistig noch ein bisschen von gestern angeschlagen, von der Hochzeit. Ich habe mich heute in der Früh gefühlt, wie wenn ich einen Schlaganfall hätte. Aber gut, ein anderes Thema. Dämmungsmäßig, bei uns hier ist es völlig irrelevant. Also wir brauchen das nicht. Wichtig, was man wissen sollte, wenn man irgendwas dämmt, ob das eine Bienenbeute ist, ob das ein Haus ist, egal was man dämmt, alles was man vor Hitze oder Kälte schützen will, muss man eins berücksichtigen, wenn es ums Kondenswasser geht. Kondenswasser entsteht immer da, wo die kälteste Stelle ist. Ganz einfach. Also, man, wenn ich jetzt gehen wir mal ein bisschen näher da rein. Jetzt mache ich einen Cut, ich stelle schnell hier um, dass ich das besser zeigen kann. So, jetzt. Also. Also denkt euch mal jetzt, das ist ein Boden, der auch passen würde, aber das ist das vom anderen noch. Das ist so eine, ja, so eine andere Beute, die habe ich mal geschenkt bekommen. Die steht jetzt einfach nur so rum. So, das ist jetzt so eine Zage. Dann stellen wir uns mal vor, hier ist das Bienenvolk drin. Dann ist ja hier, hier, hier und hier das gleiche Holz. Genauso wie hier beim Deckel. Ja? Deckel. Wenn ich jetzt da nur eine Gatze drauf leg und dann diesen Deckel, dann werde ich kein Problem haben mit Schimmel.
So, wieso? Wieso habe ich da kein Problem? Weil, wenn ich Probleme habe mit Schimmel, dann nur am Rand. Und wieso ist das so? Man muss klar unterscheiden. Man muss klar unterscheiden über Kälte durch einen Luftstrom oder Kälte durch durchs Abstrahlen der Gegenstände. Ja? Die Kälte vom Abstrahlen von Gegenständen, also das hier, das hier, das, das Holz, kann ich euch sagen, obla, ist bei uns in der Gegend hier überhaupt kein Problem. Okay, ich brauche hier einen Tisch. Ja, okay, beim nächsten Mal. Ist überhaupt kein Problem. Ein Problem stellt jetzt da, wenn ich jetzt, so, ich stelle das jetzt schon nochmal hier hoch, ein Problem stellt es jetzt da, wenn ich jetzt, komm, jetzt bleib liegen, wenn ich jetzt hier ein Blechdeckel, also ich lege jetzt hier die Folie hier auf, ja, es liegt die Folie hier drin, dann lege ich den hier drauf, dann gibt es ein Problem. Wieso? Weil abstrahlen, die Kälte abstrahlen von der Beute ist überall gleichmäßig. Von oben, von unten, von links nach rechts und die bisschen Folie hat keinen großen Einfluss. Aber der Deckel liegt ja hier auf. Und mir macht keiner weiß bei einer Beute, dass wenn der Deckel hier aufliegt, dass es luftdicht ist. Ja? Dass es wirklich luftdicht ist. Somit haben wir Kälteeinwirkung durch Luftstrom. Ja, so, jetzt simulieren wir das Ganze mal. Also im Prinzip stellen wir uns vor, hier drin ist schön warm und hier zieht es immer ganz leicht kalt rein. So, jetzt ist die Oberfläche vom Holz hier logischerweise kälter wie in der Fläche, also wie hier. Es ist hier an den Kanten kälter wie hier. Also kondensiert uns das Wasser hier genau an den Kanten. Ergo, wenn das lange so bleibt, schimmelt es oder fault es. Also kann man jetzt sehen, wie man will. Es kommt ja immer wieder von unten warme, feuchte Luft, trifft hier auf die kalte. Kalte Luft kann nicht so viel Wasser aufnehmen wie die warme, also kondensiert. Und wir haben hier immer mehr Wasser, immer mehr, immer mehr. So, jetzt haben wir die Folie hier. Die Folie hier, die saugt nicht, die Folie lässt auch nichts durch. Und dann haben wir das Problem, diese Folie, die konzentriert jetzt das warme, feuchte Klima, gebündelt an den Ecken. Weil hier kann, hier in der Fläche, da kann die warme, feuchte Luft ja nicht durch. Geht nicht. Also strömt die zu den Seiten und das ist ein Energiegleichgewicht. Warmes will immer zu kalten. Ja? Viel Energie will zu wenig Energie. Es will sich immer ausgleichen. Das ist normal in der Physik so, das ist so. Da können wir jetzt, genauso wie Wasser nach unten fließt, und warum fließt es nach unten? Weil es immer ausgleichen will, gleich. Und das Fließen ist eine Form von Energie. Also so funktioniert die ganze Welt im Prinzip. Also die warme Luft strömt nach außen, also es strömt keine kalte Luft nach innen. Das ist nämlich ein Denkfehler. Also es strömt keine kalte nach innen, es strömt warme, energiegehaltene Luft im Prinzip, weil es ja Wärme ist, nach außen. Dann kondensiert es, da kann es nicht durch, also geht es zu den Rändern. Dann haben wir das Feuchtigkeitsproblem ganz gebündelt an den Rändern. So, und das wollen wir eigentlich nicht. Ich stelle mal schon wieder um, da kriege ich ja Rückenschmerzen. So, upala. Das wollen wir nicht. Aus dem Grund, ich hoffe, wenn ihr das, warte mal, ha, das ist ja optimal. Das ist optimal. Warte mal, da kann ich wieder umstellen. Ha. So, also, aus dem Grund, ich setze mich jetzt hierher. So, optimal. Aus dem Grund ist diese Folie im Winter schlecht. Alles, also jede Folie, egal welche das ist, ob das dann auch eine geschmeidige ist oder nicht, was sowas hat, also die, wo wirklich dicht ist, Plastikfolien sind dicht, SD-Wert größer 1000 Meter oder so. Das heißt, also da geht nichts durch, okay? Ist das schon mal im Winter schlecht, weil wir wollen ja den Schimmel, wir wollen ja keinen Schimmel und wir wollen auch die Feuchtigkeit da nicht drin. Also
Das heißt, wir wollen unter Umständen vielleicht schon ein bisschen Feuchtigkeit fürs Frühjahr, für den Teig und. Aber da arbeiten ja die Ladies schon wieder ganz anders, nehmen die Feuchtigkeit auf, transportieren sie so ab. Um das geht es. Geht wirklich im Wintersitz, wo die Ladies so gut wie nichts tun. Also die tun nichts, außer heizen. Dann, das wollen wir nicht. Aus dem Grund brauchen wir einen Deckel. Und den Deckel ist jetzt wie der Klimadeckel vom Sebastian. Der lässt das über die ganze Fläche durch. Über die ganze Fläche. Dann haben wir schon mal den Vorteil, dass das nicht mehr so gebündelt an den Rändern ist. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt kommt es halt darauf an, wo ist man? Braucht man jetzt ein Material da oben drin? Das, weil solange es sehr kalt ist, also alles so unter 5 Grad, 4 Grad, kann ich euch sagen, da ist es so kalt, auch unter den Deckel, dass die Feuchtigkeit hier hochzieht, in dem Deckel kondensiert, weil die Wärme von dem Bienenvolk einfach nicht ausreicht, dass es wirklich durchzieht. Also es speichert, deswegen werden wahrscheinlich diese Sägespäne nass, die werden feucht, die werden leicht feucht. Jetzt kommt es darauf an, viel Sägespäne heißt nicht gleich, dass es gut ist. Wir brauchen im Prinzip so viel Sägespäne. Und da wiederum bin ich wieder beim Sebastian. Von der Menge her bin ich eigentlich, würde ich sagen, das würde so passen. Wir brauchen so viel Sägespäne oder Material, das die Feuchtigkeit so lange aufnehmen kann, bis es wieder über die 5 Grad geht. Also bis es an die 10 Grad hat. Ab 10 Grad ist es normalerweise so warm, dass das da drin austrocknet und nichts kondensiert. So. Dann nächstes Ding, wenn wir, das habe ich nämlich auch schon gesehen, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen Klimadeckel selbst baut, habe ich schon oft gesehen, die spannen da Folie oder Netz, dann kommt so hoch die Sägespäne und dann ist wieder zu. Ist eigentlich gar nicht so gut, weil, wenn man, also ich gehe jetzt darauf ein, wenn es zu viel Sägespäne wird, ja, also wenn das Dämmungsverhältnis nicht passt, trockene Sägespäne isolieren für die Wärme sehr gut. Ja, genauso ist es auch mit der Mineralwolle, Steinwolle, Isoflock, egal welche Dämmarten man benutzt. Solange die trocken sind, haben die eine geringere Dichte, ergo isolieren besser. Umso mehr Feuchtigkeit, wo das da aufnimmt, umso mehr Dichte hat das Ganze und umso schlechter isoliert es. Und umso schlechter es isoliert, umso weiter wandert der Taupunkt nach innen. Ergo wieder Feuchtigkeit. Und dann entsteht zwischen diesen Dämmungen die Feuchtigkeit und der Schimmel. Aus dem Grund, das muss man dann ein bisschen kalkulieren. Deswegen bin ich da eigentlich, bei dem Deckel ist es gar nicht so ein schlechtes System. Weil ich kann ja entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Sägespäne reinmachen. Ich könnte theoretisch sogar den obersten Deckel, wenn mir jetzt die Diffusion nicht reicht und ich will mehr Luftstrom, dann mache ich den obersten Deckel runter. Weil viele vergessen zum Beispiel, dass man die isolieren, das ist das Nächste, die isolieren die Beuten sehr gut, von außen rundherum, ja? Sprich Sägeberger. Aber Sägeberger hat den Vorteil, die haben oben den Falz, man steckt sie zusammen und man hat eine Hülle, die absolut gleich isoliert. Also die ist von der Dämmwirkung her ist die gesamte Hülle gleich. Ja? Nur ganz unten, da kondensiert es, deswegen sind die Böden leicht, hängen nach vorne, dass das Kondenswasser nach vorne rausläuft, übers Flugloch. In den Sägebergern, ihr könnt es mir, schreibt es bitte in die Kommentare, ich selbst habe hier keine, aber ich, laut meinem Programm und laut meinem Wissen und wenn ich so logisch überlege, haben Sägeberger mit Schimmel oben eigentlich weniger Probleme, sondern mehr unten. Die haben wahrscheinlich mehr Schimmelprobleme an den Fluglöchern oder unten Flugloch nah. Und da geht's dann nicht. Die haben den Schimmel nicht wegen der Wärmeleitung durch das Material, sondern die haben den Schimmel durch den Luftstrom. Nach oben geht kein Luftstrom, weil die Sägeberger sind schön zu. Da, wenn es unten der Wind, wenn reinzieht, einfach die Luft, die vorbeizieht. Versteht ihr es? Also schreibt es mal in die Kommentare, ob das wirklich so ist. Ich kann ja nur davon ausgehen, was ich so einfach von meinem Wissen
vom Baustellen, Innenausbau, Trockenbau, ja, wie es halt bei Häusern auch ist. Und ist so. So, dann gehen wir auf die Isolierung ein. Also Bienenvölker zum Beispiel beim Überwintern. Jetzt zum Beispiel, solange die noch relativ viel Brut haben, heizen die Bienen sehr viel auch für die Beute. Solange die bauen zum Beispiel. Also ihr könnt euch sicher sein, es gibt so einen Punkt bei den Bienen. Solange die was bauen müssen oder bauen, was irgendwas bebauen, heizen die fast die ganze Beute. Das heißt aber im Umkehrschluss, sie brauchen auch sehr viel Energie jetzt. Sie brauchen sehr viel Energie, die sie da reinstecken, dass sie da was bauen. Es ist rein rechnerisch gesehen und nicht nur berechnet, sondern einfach nur von den Daten, die ich hier sammle und Vergleichswerte, Volk mit nix, Volk mit müssen noch bauen und füttern und so weiter, braucht ein Volk ungefähr 2/3 mehr Energie, wenn sie bauen, jetzt im Winter, wie im Sommer. Also die brauchen dann 175% von dem, was sie normal benötigen. Also, oder anders gesagt, wenn sie im Sommer für die Energie wenn die eine Kiste ausbauen, jetzt in der Jahreszeit, bauen sie im Sommer fast 2 Kisten aus. Ja? Da bauen sie 17 Rämpchen aus und jetzt im Winter auf 10 gerechnet. Ja? 10. So, also, wie gesagt, sobald die aber dann in die Wintertraube gehen und nicht mehr bauen und nur noch das kleine Brutnest versorgen, dann ist es nun mal so, dann heizen die die Umgebung eigentlich nicht mehr. Die haben wirklich nur, die sind da sehr, sehr perfekt, die Bienen. Die schaffen das, dass sie durch das permanente Wölzen der Kugel, die äußeren ziehen nach innen, die inneren ziehen langsam nach außen, also die machen wie so eine 8, bloß auf allen Seiten. Versteht ihr es? Die ziehen so und das aber überall. Schaffen die das, dass die Wärmeenergie, die sie produzieren, dass die wirklich in der Wintertraube bleibt? Die haben wirklich ganz, ganz wenig Abwärme. Also die heizen die Beute so gut wie überhaupt nicht. Wenn ihr jetzt so eine Beute habt und es hat draußen minus 10 Grad, und in dem Brutnest, in der Kugel, hat es ja 36, 37 Grad. Draußen hat es minus 10. Dann hat es da innen, an der Beutenwand, minus 9. Wenn nicht sogar minus 9,5. Ja? Wenn ihr direkt neben der Bienentraube messt, dann hat es minus 8,5. Also das ist... Wenn ich jetzt so eine Holzbeute nehme, nehme ich eine Styroporbeute. So, und jetzt werden viele sagen, da ist bestimmt Wärme drin. Nein, ist es auch nicht. Wenn, sobald die in die Wintertraube gehen, ist es da drin genauso kalt wie draußen. Der Vorteil, es gibt ja zwei verschiedene Systeme von Dämmarten, wo man so anstrebt. Ob das beim Haus ist oder egal was. Es gibt einmal eine Dämmung, über das man einfach sagt, man verhindert den Wärmedurchlass, also den Energieaustausch über die Oberfläche. Das wäre zum Beispiel im Bienentechnisch wäre das eine Styroporbeute. Eine Styroporbeute, wenn ich draußen da mit voller Hitze hingehe, mit 60 Grad und nehme da innen drin, mache einen Fühler dran, dann dauert das, ich glaube, 13 oder 14 Stunden, dann ist da drin 1 Grad wärmer an der Oberfläche. Nicht in der ganzen Beute, nur an der Oberfläche. Also wenn die Oberfläche hier 60 Grad hat und ich gehe da 8 Stunden drauf oder 10 oder 12, dann hat es da innen drin, hat die Oberfläche 1 Grad mehr wie vorher. Also wenn es vorher 18 hatte und ich heiz da draußen ein, dann hat es danach 19. Das ist Segeberger. Das sind Styroporbeuten. Die verhindern extrem gut den Wärmeaustausch über die Oberfläche. So. Jetzt kommt aber das, die heizen ja ihre Umgebung nicht. Also, Sägeberger sind sehr gut, wenn man sehr warm, sehr kalt, sehr warm, sehr kalt. Ja? Dann sind Sägeberger unglaublich gut. Wirklich unglaublich top, weil die das auspuffern.
Nee, Schmarrn, mein Gott, rede ich Blödsinn. Wenn es sehr lang ist, sehr kalt ist, ja, so rum ist. Mein Gott, sorry, ich schneide es jetzt mal nicht raus. Ah, ja, ja, ist von gestern noch, die Hochzeit hängt nur noch. Wenn es sehr lange sehr kalt ist, sehr lange sehr heiß ist, dann ist Sägeberger sehr gut. Ja, weil die einfach, weil die Beute versucht, so wenig wie möglich durchzulassen. Ja, und deswegen entsteht innen drin ein sehr mildes Klima bei sowas. Wenn es sehr heiß ist, bleibt es kühl, wenn es sehr kühl ist, bleibt es relativ warm. Wo das System aber nicht funktioniert, und das ist wirklich so, glaubt mir, wenn ihr in einer Gegend wohnt, wo das Wetter sehr schlagartig ist, also wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe im Winter, ich kann an einem Tag minus 15 haben und zwei Tage drauf habe ich plus 18. Ja, ist wirklich keine Seltenheit, kommt sehr oft vor. Da ist zum Beispiel eine Dämmung über Masse besser, ja, weil eine Masse speichert, ja, und wenn ihr aufgepasst habt zum Anfang, wisst ihr ja, dass viel Energie immer dahin will, wo wenig Energie ist, ja. Das ist das zum Beispiel, was die Sägeberger verhindert. Die schaut, dass das wirklich das Klima separiert, wie ein Kühlhaus. So, jetzt haben wir zum Beispiel so eine Holzbeute, Massivholz. Oder wir benutzen Holzfaserdämmungen. Das hat den Vorteil. Wir haben es jetzt kalt. Ja, wir haben es jetzt kalt. Und am nächsten Tag haben wir es sehr heiß. In der Regel ist es wirklich so, bei uns in der Gegend ist es eher mehr warm wie kalt. Also brauche ich viel Masse, ist für mich besser, weil wenn es mehr warm ist, ist da drin auch mehr eigentlich tendenziell warm. Ja, jetzt will ich noch verhindern, dass der Luftstrom durchgeht, dann passt's. Und das hat den Vorteil, weil dieses Material, Holz, alles was viel Masse hat, ja, die sind natürlich auch schwerer. Es ist einfach so, dass es schwerer. Die speichern die Wärme. Die speichern die Wärme, unterm Tag ballert da die Sonne drauf. Die Wärme wandert langsam nach innen durch, also weil sie ja dahin will, wo es kälter ist. Ja, sie geht rein. Sie zieht, die Energie zieht sich von der Wärme nach innen, weil es innen kälter ist. So, jetzt kommt die Nacht, jetzt wird es kalt. In der Regel ist es dann innen schon so warm, das ist meistens so um 8 Uhr. Laut meinen Fühlern, die ich verbaut habe, ist es so 20 Uhr. Um 20 Uhr ist das erreicht, wo die Wärme, obwohl es draußen schon wieder kalt ist, innen drin die Beute Wärme abstrahlt. Ja? Und die strahlt circa bis morgens um 6 Uhr mehr Wärme ab, wie sie aufnimmt. So, dann kommt der Tag. Jetzt haben wir wieder so einen lauen Tag, bisschen Sonne. In der Regel ist es dann um spätestens 8, 9 Uhr wärmer. Ja, ist es wieder relativ mild, meistens so 12 Grad, vielleicht mal 5, aber die Sonne scheint. Ja, die Sonne erhitzt wieder die Oberfläche und der Kreislauf beginnt wieder von vorne. Tagsüber, wo es draußen eigentlich dann schon 14 Grad hat, fliegen meistens die Bienen in Holzbeuten nicht. Das hat den Grund, so wie die Beute nachts über Wärme nach innen abgibt, strahlt sie tagsüber Kälte ab. Also es wird kühl innen drin. Und bei Holzbeuten, man hat halt den Vorteil, wenn es jetzt bloß 4 oder 5 Grad hat oder 6, habe ich schon oft gesehen bei Styroporbeuten, die sind so gut isoliert, dass dann die Sonne, die da vorne hin knallt, die Wärme so nach innen übers Flugloch reinzieht, dass die Bienen fliegen. Die fliegen raus und dann, weil es zu kalt ist. Das habe ich zum Beispiel bei der Holzbeute nicht. Sobald es aber Richtung Sommer geht, der Effekt wird dann immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer. Und dann habe ich im Sommer habe ich den Vorteil, dass die Bienen normalerweise früher fliegen. Das ist ganz schwierig jetzt zu erklären. Das ist auch, ich glaube, da könnte ich 2 Stunden müsste ich da, glaubt mir es einfach. Also Wetter sehr schwankend, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, ist eine Holzbeute wirklich gut. Oder alles, was viel Masse hat. Die Sägeberger funktioniert da natürlich auch. Also tun wir nichts weg, funktioniert auch. Ja? Aber mir vom Klima, vom Stockklima her ist mir halt aufgefallen, sind die Holzbeuten in so einem Klima wie bei mir ein Tick im Vorteil.
Die sind da wirklich ein Tick, man glaubt es nicht, die sind da wirklich ein Tick im Vorteil. Außer es ist sehr heiß und die Bienen stehen voll in der Sonne. Da wäre dann zum Beispiel, da sind sie wieder besser. Also ist eine Glaubenssache. Ist es sehr lange sehr kalt, sehr lange sehr heiß. Also man hat wirklich ganz konstante Perioden. Winter saukalt, Sommer sauheiß zum Beispiel. Das würde ich persönlich keine Holzbeute nehmen. Da würde ich Sägeberger. Aber da gehe ich im Livestream heute nochmal drauf ein. Ich versuche da mal, also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dass ich drauf eingehe, weil ich versuche dann in CAD mal was zu zeichnen, dass man das vielleicht ein bisschen, vielleicht schaffe ich es auch, dass ich das Diagramm zum Berechnen durchlaufen lasse, aber die Simulation von der Berechnung plus OBS zum Streamen mag mein Computer nicht. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das mache. So, das wär's dann. Dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wie gesagt, jetzt geht es dann ran an den Stockwagen. An die Stockwaage zum Bauen. Mit den Videos und den Honeymantel. Und da sehen wir uns. Dann bin ich raus. Viel Spaß. Es war ein bisschen trocken, ein bisschen lang. Aber wie gesagt, wer weg war, ich nehme es kein übel. Ich werde aber auf das Thema noch öfters eingehen. Weil ich glaube, also ich bin nicht zufrieden. Ich bin mal, ja, ich bin heute geistig nicht so ganz da. Ja, die russische Hochzeit gestern, das war ein bisschen, war wirklich gute Sache, war richtig schön. Aber ha, für meine alten Knochen ein bisschen, ja, war wirklich sehr gut. Aber ich glaube, der letzte Schnaps war schlecht. Okay, dann ciao.